Ja, hallo und einen wunderschönen guten Tag. Ja, hier ist der Tenji von Sidoops Kanal. Und heute habe ich es, also für alle, die sich eventuell... Ich fange noch eine Runde an. Ja, mach. Ja, hallo und einen wunderschönen guten Tag. Für alle, die sich wundern, warum die Mikroqualität heute mal ein bisschen anders ist, das liegt daran, dass ich mich zur späten Stunde auf zum Angelo gemacht habe und jetzt vor seinem Fernseher sitze mit diesem wunderschönen Spiel, weil wir heute mal gemeinsam aufnehmen. Stimmt's, Angelo? Ja, wir nehmen heute gemeinsam auf und zwar dieses tolle Spiel. Ich kann es jetzt immer nicht aussprechen richtig. Demokratie 3. Naja. Also... wie soll ich sagen? Genau. Ich habe das Spiel schon gespielt. Es ist schon eine Weile her. Also, ja, was heißt eine Weile her? Das ist ja relativ neu. Ist schon eine Weile her. Anschau hat sich auch gekauft, aber er hat es noch nicht gespielt, die dumme Sau. Deswegen dachte ich mir, ich gehe jetzt hierher. Wir nehmen das auf. Anschau ist sowieso, der redet gerne über Politik. Ob es nun richtig ist oder nicht, kann ich nicht beurteilen, denn ich bin eher weniger Politik interessiert. Aber ich war trotzdem wählen, ja. Wählen ist immer gut, also darauf müssen wir auch aufmerksam machen. So, wir haben einen Mod im Internet gefunden, im Forum, der teilweise das Deutsch eingestellt hat. Also hier sieht man zum Beispiel neues Spiel, Spielladen, Einstellungen und so weiter. Also normalerweise ist das Englisch, was wir auch gleich sehen werden. Ja, wir machen einfach ein neues Spiel. Und dann sieht man hier schon das United Kingdom, alles auf Englisch, bis auf hier Deutschland. Deutschland ist der bekannteste Staat der Europäischen Union. Es ist sowohl ein Grund, was, keine Ahnung, Gründungsmitglied der EU und bla bla bla. Ihr wisst ja, was Deutschland ist. Ihr kennt Deutschland, glaube ich, ne? So ein bisschen. Aber was sehr interessant ist, ist, wir haben hier Bruttoinlandsprodukt pro Kopf 39.100. Natürlich! Ja, wenn man die, ja, durchschnittlich, wenn man die Reichen dazu nimmt. Wenn man die Reichen. Ja, die Superreichen. Wir haben eine gute Lebenserwartung, das finde ich gut. Ja, das ist sehr interessant. Christlich 68%. Das hat man ja bei den letzten Wahlen auch gesehen. Ja, ja. Alles schwarz. Einfach nur schwarz haben wir alles. Niter. Ja, Fettleibigkeit 12% ist nicht viel. So, wir drücken jetzt hier drauf und... Ja. Wolltest du noch irgendwas? Na, 60 Stück pro Person hier Würstchenkonsum. Das ist ja interessant. Das pro Jahr ist ein bisschen wenig, das oder? Das ist ja echt wenig. Ich meine, wenn ich schon ein paar Packungen hole und dann die dann verspachtle, so... Packung. Ja, du weißt ja hier so Woodies oder so. Ja, Woodies schmecken lecker, das stimmt. Aber das sind ja keine richtigen Würstchen, egal. Hier können wir noch was einstellen. Name der Spielerpartei. Unsere Partei. Wollen wir eine eigene machen? Ja, die heißt Unsere Partei. Die Nu-Partei. Kann man eine eigene machen, ja? Wir wissen nichts, wir können nichts und wir lernen nicht aus unseren Fehlern. Wir sind die Noobs. Das sind Noobs-Partei. Ja, mach die Noobs. Was? Ach, Englisch? Ach, Deutsch! Ja, Deutsch! Die Anfänger. Hä? Die Unverbesserlichen. Nein. Ach komm, ich mach Noobs. Die Noob-Partei. So machen wir das, nennen wir das einfach. Und was sind unsere Gegnerpartei? Hier, CDU, CSU. Ja, eigentlich schon, ja. Wenn sozial sind sie ja, das ist ja, zumindest steht das hier. Steht da, aber naja. So, Legislative sind doch 4 Jahre, ne? Ja. Amtsbegrenzung, unbegrenzt. Also wir können 1000 Mal hintereinander gewählt werden. Kommt doch an, wie alt wir werden. Wollen wir uns das so schwer machen hier mit Wirbelstürmen und sowas? Sowas gibt's ja gar nicht. Wirbelstürme in Deutschland, Erdbeben in Deutschland, gibt's nicht. Eine Wahlpflicht gibt's auch nicht. Monarchie gibt's auch nicht, leider. Ach, du bist so... Ja, Schwierigkeit 100%. Ich lasse einfach mal Standard, nehme ich an. Ne? Also ich habe das Spiel ja schon gespielt und ich werde den Angelo mal jetzt eher sagt, was ich machen soll. Ich sitze mal dran und steuere alles. Ja, lassen wir mal so, ne? Ja. Ausgaben der Minister, Schönrechnung? Schönrechnung, achso. So, ja, da ist unser Spiel irgendwie abgeschmiert. Wir haben jetzt nochmal schnell neu gestartet, haben nochmal die Nu-Partei reingeschrieben und drücken jetzt auf Spielen. Hoffentlich kackt er jetzt nicht nochmal ab. Ne, diesmal scheint es zu funktionieren. Gut. Ja, also, jetzt haben wir hier einen Schlo, ja. Ja, herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Wahlsieg. Wir haben halt gewonnen und so, ne? Wirklich aber einfach. Ja, wir wurden halt erwählt. Erwählt. Ja, ja, was soll ich sagen, genau. Diesen Screen hier, diese 6 Indikatoren, die sieht man jedes Mal, wenn wir eine Runde beenden. Also eine Runde sind, glaube ich, ein Quartal, also 3 Monate. Und da sieht man jetzt das Bruttoinlandsprodukt. Sehr, sieht ziemlich schlecht aus, hat noch rot.
Halt die Gesundheit, naja, Bildung ist super, Armut könnte weniger sein, Kriminalität könnte mehr sein. Was mehr? Man braucht immer Kriminalität, da kommt die Bildung hoch. Und die Arbeitslosigkeit, was damit? Ja, die wird aber durch Hochgrad besser, weil dann werden weniger arbeitslos. Mehr Kriminalität, du glaubst, weniger Arbeitslose. Also du glaubst mehr Polizisten, wirklich? Mehr Arbeit. Ja, toll, mehr Polizisten. Okay, wir fangen mal an. So, hier, das ist unser Screen. Ich kann das nicht aussprechen. Ich glaube, die roten Dinger, das sind so die, die Sachen, wo man uns am meisten kümmern muss. So, hier, das in der Mitte, das sind halt die Wähler, die Normalverdiener, Kapitalisten, Rentner, reiche Eltern und so. Und da sieht man, wie sehr die uns mögen. Unten ist eine Beliebtheitsskala. Genau, ob die uns auch wieder wählen würden. So, Kapitalisten mögen uns gar nicht, Normalverdiener irgendwie auch nicht so ganz. Hier oben sind unsere Einnahmen, so viel bekommen wir rein. Pro, ich glaube, das ist wirklich ein Quartal. Muss ich nachher mal gucken. Das sind unsere Ausgaben. Und wir haben ein Defizit von 9,66. Ich glaube, das sollen Billionen sein. Könnte hinkommen. Und ja, wir haben auch ein paar Schulden. Ja, das ist logisch. Und das hier ist die dieser Balken, ja, 16 Quartale. Wenn der voll ist, wird gewählt. 16 Runden, dann wird gewählt. Neuwahl. So, das hier ist unsere politische Power. Sage ich noch was dazu. Ich gucke mal kurz rein. Hier. Na, wir haben ja das Tutorial noch an. Ja, ich schließe das mal. Also ein bisschen kenne ich mich ja aus. Ein bisschen. Wir haben halt hier für jeden so einen Politiker drin sitzen und du siehst ja hier, dass die politische Power haben. Hier Erfahrung und so sieht natürlich nicht besonders jetzt gut aus. Ich weiß, warum wir beliebt sind. Warum? Wir haben Farbige drin und wir haben zwei Frauen drin. Okay, ja. Auf jeden Fall, Anschau, hier siehst du, die haben Power, ja. Das heißt, wie viel Power die pro Quartal schaffen. Wir bekommen pro Quartal 26. Was maximale Macht geht gar nicht. Also lustigerweise, also als ich das gespielt habe, konnte man nur maximale Macht aufsammeln. Also pro Quartal kann man sammeln, aber man kann ja bloß so und so viel machen. Vielleicht hast du jetzt noch eine neuere Version drauf oder irgendwas. Naja, wir werden es ja sehen. Also, jetzt noch, wie man das überhaupt handhabt. Wir sehen hier zum Beispiel Kriminalität hier. Das hier, das ist die Alkoholmissbrauch. Und jetzt hast du einen Haufen Pfeile, ja. Grün und Rot muss nicht unbedingt gut oder böse sein, denn wie man sieht, der Alkoholkonsum hier drüben, ja, ich kann es schlecht zeigen, weil ich denke, ich weggehe, der Alkoholkonsum da oben hat ja voll der grüne Pfeil nach links. Das bedeutet, ja, diese grünen Pfeile, die so reingehen, das erhöht den Alkoholmissbrauch. Also grün, es erhöht, also es macht, ja, es erhöht das Ding, aber es ist halt schlecht eigentlich. Aber man muss über den Spiel manchmal umdenken. Man muss gucken, was es ist, weißt du? Zum Beispiel Arbeitslosigkeit. Arbeitslosigkeit erhöht auch wieder den Alkoholmissbrauch. Kriminalität, also der Alkoholmissbrauch, ja, wiederum erhöht die Kriminalität. So, die Bürgerpolizei sinkt den Alkoholmissbrauch. Die Polizeikräfte sinken auch den Alkoholmissbrauch. Und der Alkoholmissbrauch verringert die Gesundheit. Weil die Pfeile da reingehen. Ah. Und die sind halt rot. Verringert die Gesundheit. Also grün erhöht immer und rot sinkt. Aber ob es denn nun gut oder schlecht ist, liegt halt davon ab, was es denn ist. Und wie gehen wir jetzt dagegen vor? Ja, eine sehr gute Frage, Herr Pusch. Also. Ich den Namen genannt. Oder meinen auch. Wir müssen immer Religion irgendwas machen. Warte, trinken ja hauptberuflich. Ja, warte, lass mich mal kurz noch erklären. Hier, wir haben verschiedene Kästchen hier. Das ist die Sicherheit, das ist der Verkehr, Außenpolitik, hier haben wir Soziales, Wirtschaft, Finanzen, also hier Steuern und so, und Staatliches, ja, so. Da kann man halt gucken. Also ist die Frage, ob wir jetzt direkt da hingehen wollen. Wenn ja, gibt es nämlich die blauen und es gibt die weißen Dinger. Also die blauen Teile, da drückst du drauf und siehst halt, was abgeht. Da kannst du nichts machen. Kannst halt gucken, was die Einflüsse sind. Bei den Grauen allerdings kann man auch was einstellen. Zum Beispiel Alkoholgesetz. Hier ist eingestellt Mindestalter 16 Jahre. Nee, mach das höher. Wenn ich jetzt hier höher mache, auf 18, ist okay. Auf 18 Jahre, dann sieht man hier, wie sich da oben was verändert. Die Jugendlichen, ja. So die Liberalen, die gehen zurück. Also es ist die Zufriedenheit bei den Liberalen. Die geht von hier darunter, also zurück. Ach so. Die mögen uns nicht mehr so gut. Der Alkoholkonsum geht von dort auch wieder runter. Das ist ja gut. Das Gewaltverbrechen geht von dort auch darunter. Also man sieht es kaum noch.
Und die Jugendlichen, ja, das ist ja der Beliebtheit gerade bei den Jugendlichen, der geht da drunter, also ganz klar, aber das scheiß drauf. Naja, wir machen das so. Ich habe, glaube ich, bei mir Mindestalter, hab ich sogar, bei mir habe ich, glaube ich, sogar so mal gemacht. Mindestalter 18. Aber dafür machen wir den Alkohol ein bisschen stärker. Das können wir nicht einstellen. Schade. Okay, und jetzt kann ich gleich nochmal zeigen. Wir haben 26 politische Macht. Mhm. Und um das zu stärken, also um das zu erhöhen, warum auch immer stärken da steht, ich hätte auf erhöhen gesagt, brauchen wir 13 politische Power. Und um das zu senken, also wenn ich jetzt so runter machen würde, bräuchte ich noch bloß 9. Und deswegen machen wir jetzt 13, haben wir 13 weniger. So. Bestätigen Sie Ihren Machteinsatz? Ja. So. Das wirkt sich dann später auch aus. Und zwar, wo ist denn das hier? Alkoholkonsum auf jeden Fall. Hä? Waren das nicht die Gesetze? Alkoholgesetze? Ach so, ja. Das geht jetzt um den Alkoholkonsum. Genau. Alkoholgesetz. In 4 Runden, also 4 Runden lang dauert das, dann ist das, hat sich das angepasst nach unten. Hm. Also es dauert ja immer ein bisschen, bis so ein Gesetz wirkt. Was ich noch nicht gesagt habe, und das wollte ich vorhin eigentlich sagen, aber das habe ich irgendwie vergessen, wir werden jetzt nicht jeden Part sagen Hallo und Tschüss, weil wir sitzen jetzt hier vom Fernsehen und reden und quatschen und ich habe keinen Bock, jetzt irgendwo eine Uhr aufzustellen, um zu gucken. Deswegen schneiden wir das dann einfach irgendwann zusammen. Ja, ja, ja. Wie gesagt, 4 Runden dauert das, bis das dann reinkommt. Bis es dann angepasst ist. Und so lange, dann dauert das natürlich, bis sich das auch hier irgendwann auswirkt. Weil Alkoholkonsum, der geht dann, glaube ich, so weit, der geht halt ein bisschen runter. Wir wissen noch nicht, wie viel. Gut. Na, nächste, was war jetzt noch für ein Defizit, was wir ausgleichen müssen? Also das hier, was wir jetzt gemacht haben, Angelo, das ist natürlich nicht so, dass jetzt gleich alles wieder gut wird. Ja? Na, das ist logisch, das ist logisch. Hier haben wir Arbeitslose. Nicht Arbeitslose, sondern Obdachlose. Und die haben wieder viele Einflüsse. Und die fördern wieder die Kriminalität. Bei der Armut, aber die armen Leute wollen uns nicht mehr wählen. Geht auch runter, Liberale. Und das ist halt schwierig. Wenn du siehst, dass der meiste Einfluss hat, die Armut und die Arbeitslosigkeit. Ja, klar. So, also die Arbeitslosigkeit ist ja ganz klar. Wie kann man denn die? Wie du siehst, das Spiel ist einfach, ja. Aber es ist ein einfaches Prinzip, aber schwierig zu meistern, wie es halt so schön heißt. Ja, hier, Bruttoinlandsprodukt, Angelo, ja. Steigt tatsächlich die Arbeitslosigkeit? Nein, erhöht die Arbeitslosigkeit. Es steigt. Grün. Hm. Sehr viel. Guck mal, was da reingeht. Aber es ist sehr interessant. Umso höher das Bruttoinlandsprodukt ist, umso mehr Arbeitslosigkeit. Du musst ausgegeben werden. Du musst die Leute zwingen, Geld auszugeben. Ja. Damit mehr Arbeitskräfte dann benötigt werden. Weil wenn umso mehr du ausgibst, desto mehr arbeiten aber andere. Guck dafür. Mal, Privatschulen, die Privatschulen senken die Arbeitslosigkeit. Na gut, ist ja auch logisch. Naja, ein bisschen, ja. Ist halt schwierig, ne? So. Hier unten haben wir noch Schulzeug und sowas. Hier Forschungsbudget. Gesundheitspflege und so ein Scheiß. So, Angelo, was würdest du denn gerne ändern? Achso, ja gut, man ist schlecht, das zu machen, wenn man jetzt nicht weiß, was man alles ändern kann. Ich sag jetzt, ich gehe jetzt mal hier unten mal schauen. Zum Beispiel hier, ja, diesen komischen Fisch und das ist Weltanschauung. Das, die Liberalen gehen runter und die Religion geht hoch. Warum? Weltanschauung hat was damit zu tun, ob wir eher die Evolution oder eher die Schöpfung lehren in der Schule. Na, und momentan beide Systeme. Und wie man sieht, die Liberalen finden das nicht gut. Gibt's doch nicht Evolution. So. Ja, Schwerpunkt auf Evolution. Ja, nur Evolution. Also ich habe persönlich, bei mir habe ich nur Dings gemacht. Ja, ist mögen, ja auch, ist ja richtig. Die mögen uns dann aber wissen. Das andere ist ja an für sich. Das hat nichts mit einem... Aber guck mal... Das ist noch Familie. Das hat auch nichts mit anderen zu tun. Also das können sie selber machen. Aber interessant, bei mir hat das eigentlich auch die Forschung und sowas erhöht. Hier passt ja gar nichts. Hat auch nichts damit zu tun. Obwohl, er hat schon was mit Forschung doch, zu tun. Also wenn Leute verdummen, weil sie... Hä, was ist denn hier? Warte mal. Weil sie was falsch gelernt bekommen, ist echt böse. Ich glaube, du hast wirklich irgendwie eine andere Version drauf. Weil bei mir hat das auch Einfluss genommen auf... Ja, das ist ja toll, das ist so sinnlos. Warum sollte ich denn das da ändern? Also bei mir hat das die Forschung geboostet. Weil
weil man dann nicht mehr gebremst wurde. Aber jetzt ist es ja bloß noch für die Wälder. Nur für ja, dann ist es egal, macht trotzdem dann Evolution. Nee, es kostet zu viel Macht. Wir haben gar nicht so viel Macht. Ach so? Das ist ja, wieso? Ich würde nur sagen, nee, gibt's nicht, fertig. Ja, wir haben groß halt Einfluss und Macht. Was ist das hier? Das ist Gesundheitspflege. Wir haben ja noch Schulen, hier staatliche Schulen. Wenn wir mehr staatliche Schulen haben, gibt es weniger Privatschulen. Ganz klar. Bildung geht hoch. Bildung ist dafür gut, wie man ja sieht, Produktivität erhöht sich, Rassenspannung geht runter, Kriminalität geht runter, Gewaltverbrechen geht runter. Hm. Eigentlich alles super, was das angeht. Und Produktivität, ich dachte Technologie, nee, Technologie nicht, aber Produktivität ist ganz gut. Ja, aber ich kann mal reingucken. Ja, moderne Bücher ist eingestellt. Ich kann ja mal gucken, was das macht. Also da unten siehst du auch das Geld hier, ne? 25 Millionen, Billionen. Ja, geht halt ein bisschen höher und runter. Arbeitslosigkeit geht runter. Armut geht weg. Und dann alles, es verbessert sich eigentlich alles. Außer dass ja die Privatschulen gehen runter. Das ist interessiert doch egal. Ja, ist ja nicht so schlimm. Aber ich weiß nicht, ob wir das machen können. Zu viel? 18, ja, es kostet auch viel zu viel. Also wir können auch gar nichts ändern. Wir haben das 18, also ja, wir haben das noch 13. Wollen wir was Leichteres finden? Was ist denn das hier? Forschungsbudget. Na, das wird doch richtig teuer sein, oder? Weiß ich nicht, 7,9? 14, ja, doppelt so teuer. Aber günstiger als das mit der Schule. Na, guck mal, was da alles hochgehen. Beamte, die mögen uns mehr. Ja. Glaube ich, oder das sind, ja... Ah nee, das sind, glaube ich, die uns mögen. Das sind hier, glaube ich, eine Art Arbeitsplätze. Also Arbeitslosigkeit geht runter, Bruttoinlandsprodukt geht hoch, Energieeffizienz geht hoch und Technologie geht übelst hoch. Aber müssen wir irgendwie Geld reinkriegen. Ja, du musst das Bruttoinlandsprodukt steigern, damit du mehr Steuern kriegst. Na, Mr. Präsident? Ja, mach hoch. Wie hoch denn? Ein bisschen. Elektronen, Mikroskopartikelbeschleuniger oder Elektronenmikroskope? Ein Elektronenmikroskop, oder? Naja, das ist ja schon Elektronenmikroskope hier. Ach so. Es gibt nur ab einem bestimmten Zeitpunkt, dann bremst, geht einfach höher. Na, Partikelbeschleuniger, anfangen. Das müsste dann so ab 12 sein, oder? Ne, hier. Ja, geht einiges hoch. Finde ich gut. Eine gute Entscheidung, Herr Präsident. Gute Entscheidung. Ich bin nicht Präsident, ich bin der Bundeskanzler. Der Bundeskanzler. Okay, was haben wir hier? Technische Hochschulen gibt es auch noch. Also Bildung sieht momentan so aus. Wir sind recht gut im Niveau. So, bis da hoch geht's. Also. Ja, aber so umso mehr die wissen, desto lustiger wird es dann, wenn die das verstehen, wie es funktioniert. Also ich schiebe immer gerne rum, um zu gucken, was passiert. Also ja gut, hier passiert nicht ganz so viel. Kann man vielleicht erstmal außen vor lassen. Beziehungsweise, ich habe ja erklärt, alles nach oben geschraubt hier. Komplett pur, alles verstaatlicht und so. Wir haben hier drüben halt jetzt auch noch Sachen wirtschaftlich. Oder hier, Steuerzeug. Wir haben auch, was ich auch sehr interessant finde, man kann auch neue Steuern erlassen. Hier, soziale, wirtschaftliches Zeug, Roboterforschung, Finanzierung. Plastiktütensteuer. Ja, voraussichtliche Einnahmen 19 Millionen bis 230 Millionen. Ich bin der Meinung, Plastiktüten soll es gar nicht mehr geben. Sicherheit. Aber die können wir uns alle nicht leisten, die kosten alle so viel. Also die kosten auch Macht, glaube ich. Bin ich richtig? Telearbeit, ja. Das könnte man vielleicht irgendwie. Das ist Telearbeit. Ah, ja, leider noch nicht übersetzt. Ja, das ist für zu Hause, glaube ich. Kostet uns aber nur, kriegt kein Einnahmen. Ja, es sollte ja Arbeitsplätze irgendwie ein bisschen heruntersenken. Mhm. Aha. Ja, wahrscheinlich. Aber ich weiß nicht, ob wir sowas schon machen sollten. Vielleicht lieber erstmal mit dem Bestehenden arbeiten, was es hier so gibt. Es gibt ja viele Sachen hier, gerade bei der Kriminalität oder hier gibt es noch Drogenkonsum. Betäubungsmittelgesetz gibt es hier zum Beispiel noch. So, Betäubungsmittel, das ist glaube ich jetzt für Cannabis, LSD und alle Drogen legal, alle Drogen illegal. Ja, sowas halt, aber da kann man ja... Da gibt es noch LSD, was war das? Na, Cannabis legal.
LSD wegen. Oder LSD dazu nochmal extra. Ja, Cannabis kann man durchziehen, aber nicht LSD. Ja, der Drogenkonsum geht dadurch hoch und dadurch geht auch die Kriminalität wieder hoch. Ja, wie sind das? Wenn es illegal ist, wird normalerweise doch die Kriminalität hoch. Weil dann im Markt bedient werden muss. Achso, ja. Ja, stimmt. Nee, was geht hoch? Mal gucken. Ja gut, momentan ist es gleichbleibend zur Kriminalität. Da passiert gar nichts momentan. Aber ist noch schwarz, oder? Ja, Beliebtheit, du musst aber hochgehen. Wir müssen auf unsere Wähler achten. Du willst echt Cannabis jetzt legalisieren? Natürlich. Aber wir können ja vielleicht eine Steuer auf Cannabis legen. Das können wir auch machen. Noch zusätzlich dann. So, scheiße, das kostet 27. Ah. Aber Cannabissteuer klingt, glaube ich, ziemlich gut. Ich weiß gar nicht, ob man die, die muss man, glaube ich, hier oben erforschen dann. Ich weiß gar nicht, wo. Finanzen wahrscheinlich. Wirtschaft. Nicht Finanzen? Weil Finanzen ist doch Steuer. Privatdrogensteuer? Ja. Nee, Partydrogensteuer. Partydrogensteuer, oh Mann. Marihuana, Cannabis, Marihuana. Ja, ja, sowas muss man dann irgendwie einmal. Kostet aber auch gar nicht so viel. Ja, theoretisch, entweder wir machen noch was oder wir machen halt eins weiter. Aber eins weiter sparen wir uns. Dann kriegt man wieder ein bisschen Power. Jetzt können wir mal gucken, ob sich auch was geändert hat. Hier. Ist geblieben, 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 geblieben. Sonst kommt, siehst du mal, so eine Falle, Pfeile. Falle. So. Hier haben wir allerdings. Es liegt ein dringender Gesetzentwurf vor. Hier geht es um gleichgeschlechtliche Ehen. Verbieten oder erlauben? Erlauben. Ja, erlauben, sagt er. Warum sagen wir Konjunkturprognose, also globale, also die globale Ökonomie, ne? Ja, geht runter. Das sieht man. Ich glaube, hier habe ich ein Problem mit den Farben hier. Das hier ist die Weltwirtschaft hier unten. Die das ist so ein Babyblau so. So. Und die geht wieder runter. Dadurch geht unser eigenes Bruttoinlandsprodukt auch nach unten ein bisschen. Das ist halt ein bisschen doof. Hier sieht man zum Beispiel auch die Schulden. Hier, die steigen halt immer mehr. Wir können jetzt zum Beispiel bei. Jetzt ist der Typ hier unten schon wieder. Bei Ausgaben sehen wir, was wir wo ausgeben. Hier staatliche Renten, Gesundheitspflege, Schulen und sowas, ganz klar. Und bei Einnahme können wir halt sehen, wo das Geld herkommt. Einkommenssteuer, Mehrwertsteuer, Kraftsteuer, Unterhaltssteuer, Grundsteuer. Ich sehe, wir haben gar kein Geld geliehen. Eigentlich müsste hier noch irgendwie sowas kommen wie Geld leihen. Warum vielleicht gar nicht? Mist, ich wollte eigentlich wieder zurück hier. Genau. Finanzbericht. Oh, die haben uns runtergestuft, oder? Uh-huh. Es mittlere Unsicherheit. Oh, toll. Weißt du, im Englischen, da wirst du eingestuft zwischen A, B, Doppel B, Doppel A und so, weißt du, so buchstabentechnisch, ob du kreditwürdig bist oder nicht. Hm. Und hier heißt es mittlere Unsicherheit. Ich habe keine Ahnung, was das darstellen soll. Die Mitte, die goldene Mitte. Dadurch wird nämlich die Dings erhöht. Hier, was haben wir? Mittlere Unsicherheit. Das heißt, man, das finde ich so lustig, der Zinssatz wird erhöht, wenn man eine schlechtere Kreditwürdigkeit hat. Da kriegt man noch mehr Zinsen. Ich war irgendwann mal so schlecht, dass ich so viele Zinsen zahlen musste, dass ich einfach gar nicht mehr rausgekommen bin. Das kann passieren, meine lieben Zuschauer. Ja, mittlere Unsicherheit. Keine Ahnung, ob das jetzt schon gut oder ob das eher schlecht war. Meinungsumfragen. Wir sind populär. Irgendwann Geheimdienstscheiß, Regierungsbericht, bla bla bla. Also nichts Wichtiges. So, wir können mal schauen. Das hier, ist das schon runtergegangen? Nö, ist auf dem komplett gleichen Stand. Entschuldigung. Mal, wo ist denn der Alkoholkonsum? Das ist der hier. Ja, der geht langsam runter. Also es passt sich ja jetzt an hier langsam. Gut, dann müssen wir die Alkoholsteuer ein bisschen erhöhen noch. Was ist denn jetzt mit den FPS hier oben? Na gut. Alkoholsteuer wird zu erhöhen. Wir haben 33 Power, also wir könnten jetzt schon etwas höheres, stärkeres machen. Was wollten wir denn machen? Wir wollten noch Cannabis irgendwie legalisieren. Naja, das muss gemacht werden. So, wie teuer war das? 27. Dann könnten wir kriegen wir die Steuern noch nicht rein. Aber wir machen uns das mal, wenn du das machen willst. Und dann müssten wir jetzt eigentlich noch die Finanzen, die Steuer irgendwie reinkriegen. Aber die kostet 8 und wir haben 6. Ja, nachher dann, nächste Runde. Na, wir werden sie mal anfruchten so und dann müssen sie einen sauren Apfel beißen. So sieht's aus. Bezahlen.